Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht heute los nach Johannesburg über Paris. Gähnende Leere hier. Flughafen Paris-Charles de Gaulle. Es geht zu Gate K. Ist ein Stückchen, glaube ich, aber ist egal. Flug dauert 10 Stunden, also von daher. Nach 10 Stunden und 40 Minuten endlich gelandet in Johannesburg. Jetzt hole ich die Tasche und dann geht's weiter im Text. Ha, ja, 11.000 Kilometer von zu Hause weg, hier in Südafrika, werden wir den neuen Bridgestone Battlex S23 Reifen ausprobieren. Hinter mir ist angerichtet und gleich kommt noch die Sonne raus. Also ich würde mal sagen, das wird wieder mal ein Highlight. Die Frage stellt sich nur, welches Motorrad soll ich fahren? Also, das ist eine Entscheidung, die mir jetzt keiner abnehmen kann, aber die Anforderungen an Reifen, die sind natürlich speziell, gerade an Hypersport-Reifen, an einen Reifen, der immer drauf sein wird und kann und immer gefahren wird. Also, ich würde mal sagen, ich lasse mich überraschen. Es ist noch ein bisschen windig. Vielleicht könnte es auch noch sein, dass es was regnet. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es ist hier eine Momentaufnahme und ich versuche euch meinen Eindruck so gut es geht zu schildern, sodass ich einfach euch so ein bisschen hier aus der Ferne sagen kann, wie das Ganze funktioniert. So unterschiedlich wie die Reifen sind, alle sind auch die Meinungen oder die Anforderungen der jeweiligen Kollegen. Jeder hat da irgendwo eine andere Idee, was so ein Reifen können muss. Also von daher wird es natürlich sehr, sehr interessant. Es ist natürlich auch mal ganz schwer, da eine Aussage zu treffen, die für alle passt. Was sind denn eigentlich so deine Anforderungen an den Reifen? Was würdest du dir wünschen, was er kann? Ich würde mir sogar wünschen, dass es dann ein bisschen nieselt und tröpfelt, damit wir wirklich diese Nass-Performance vom Reifen ein bisschen spüren können. Weil, wie wir zuerst gehört haben, in der Entwicklung hat sich da ja einiges getan. Diese Nass-Performance ist ja um einiges größer geworden. Und um das einschätzen zu können, wie sich das verhält, wäre das natürlich schon cool. Natürlich den ganzen Tag regnen will ich dann auch nicht, weil ein bisschen Gas geben wollen wir ja auch. Ne? Bisschen Spaß haben wollen wir, so, ja. Genau. Lieber Haltbarkeit oder lieber Grip? Für einen Straßenreifen definitiv Haltbarkeit, weil Grip ist mir eigentlich eher auf der Rennstrecke wichtig. Hier erkennt man die Profis hier, den Übungen noch, bevor es losgeht. Nicht die Profis, sondern die alten Männer. Warum? Es ist ja ein Alltagsreifen, der eben sportlicher ist und für den Zweck
will ich natürlich in der Praxis dann auch nicht, dass ich den alle 2 Monate tausche. Ich bin das komplette Gegenteil von Patrick. Ich sage einfach, ich bin wirklich cool, dass er cool beformt, dass man wirklich schnelle Zeiten da im Asphalt brennen lassen. Doch vielleicht, da kommt vielleicht doch ein bisschen der Rennfahrer durch. Also mir ist der Grip wichtiger wie die Haltbarkeit. Grip ja. Oder Haltbarkeit? Ich habe keine Ahnung. Ja, bist du schon bereit? Ja, bei uns dauert es noch ein bisschen, aber hab schon Bock. Das Strecke sieht richtig cool aus schon von außen, bin echt gespannt nachher dann aufs Fahren und vor allem auf dem Reifen dann wieder performt. Ich bin total verwirrt hier von dem ganzen. Guck dich da mal um. Also ich sag Handling. Handling. Eindeutig. Ja, danke dafür. Go for Handling. Oder Grip oder Haltbarkeit? Ach, ich weiß es doch nicht. Was ist dein Hauptfokus? Grip, Handling, Haltbarkeit, Stabilität, Kurven einlenken, rausfahren? Ja, also Grip auf der Rennstrecke wäre jetzt schon ganz gut, aber natürlich soll da auch der Reifen dann ein gescheites Handling, Stabilität bieten. Schauen wir mal, was rauskommt jetzt dann. Wir haben ja hier viele Motorräder zum Durchtesten, ganz viele verschiedene Hersteller, Modellvarianten, Naked Bikes, Superbikes, alles dabei. Und dann schauen wir mal, auf welchen Mopeds der Reifen richtig gut funktioniert. 3 Leute, 4 Meinungen, habt ihr schon gesehen, ne? Was wirklich Phase ist. Und so geht es mir natürlich auch. Ich versuche alles zu umreißen. Hier startet die erste Gruppe in ihren ersten Turn. Natürlich hinter dem Instruktor her, um einfach die Strecke zu lernen. Was natürlich immer lustig ist, Instruktor fährt mit der A1. Also da kann schon sein, ne? Dass ihn eh keiner überholen wird. Ja, ein Reifen, der auf der Straße gut funktioniert und auf der Rennstrecke abliefert, ist natürlich immer ein Spagat. Und das als kein Race-Reifen. Hypersport bedeutet, das muss der Reifen können. Ob er es kann, ich gehe in die Klamotte. Sag an, wie war es? Ein Traum. Geile Strecke. Die Strecke? Ne? Spektakulär. Das ist ja spektakulär. Es ist meine Lieblingsstrecke. Also das wird es tatsächlich. Ja. Wie es da hin runter geht, geil, ne? Spektakulär. Und dann siehst du da drüben die Stadt, denkst, Moment, halt, ich muss ja jetzt hier unten gleich wieder weg. Genau. Da geht es dann links und schön. Ja. Sehr, sehr schön. Es ist eine mega abwechslungsreiche Strecke. Es geht rauf, es geht runter, du hast schnelle Kurven, du hast langsame Kurven, du musst da unten reinbremsen, du kannst nach oben raus beschleunigen. Also für mich ist es so ein bisschen komprimierter Nordschleifen-Status. Also, und das aber mit richtig Speed. Also die Strecke ist schon mega geil. Keine Frage. Ich habe mich noch schlau gemacht, natürlich der Luftdruck, der hier gefahren wird, auch ein Trip. Vorne 2,1 Bar, hinten 1,9 Bar, ist jetzt so befüllt worden. Wir haben noch so ein bisschen abgesenkt, weil die Temperaturen jetzt auch eher nicht so warm sind wie die letzten Tage wohl. Also die Jungs hatten erzählt, dass es hier auch teilweise mal über 40 Grad waren. Aber ich sag mal im Großen und Ganzen, schwer eine Aussage zu treffen, weil wir erstmal eingerollt sind. Jetzt geht es in den nächsten Turns weiter. Sehr neutral vom Einlenkverhalten, komfortabel, gute Eigendämpfung. Also das kann man schon mal sagen. Das macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Ich würde einfach mal sagen, sehr, sehr handlich, sehr präzise, auch was so dieses Nachwinkeln angeht. Also du fährst einen Radius, kannst den Radius noch verändern und das auch ohne große Mühe. Also der Kraftaufwand ist wirklich gering, fühlt sich gut an. Es ist stabil auch auf der Bremse, das Teil. Hier hast du lauter Ecken, wo du schnell reinbremst, auch bis in den Scheitelpunkt. Auch da ist der Aufstellmoment sehr gering. Also du kannst da durchaus sehr, sehr sportlich in die Ecken reinleuchten. Also wirklich, wirklich gut. Macht er gut, der Reifen. Überzeugt mich und gibt mir auch Vertrauen. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, dass das für mich sehr wichtig ist, dass das Vertrauen da ist, dass man da präzise einfach fahren kann und sich gut fühlt. Sehr, sehr schönes Reifenbild, total gleichmäßig. Nichts, wo hier was aufreißt. Die andere Flanke ist genauso gut beieinander. Wie gesagt, hier auch mit der Duke 819 unheimlich
agiles Motorrad, was wirklich matcht mit dem S23. Kann man nicht anders sagen. Vorne sehr stabil auf der Bremse, viel Komfort, macht keine Zicken, also unheimlich stabil beim Anbremsen und auch beim Reinbremsen in den Scheitelpunkt. Bei ganz wenigen Motorrädern haben sie auch nur die Vorderreifen gewechselt. Jetzt tröpfelt es übrigens. Ist mal interessant. Und schon stehen alle Motorräder drin. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, und wenn es regnet, die dickste Bude hier mal nehmen. Wieso nicht, ne? So, Motor läuft. Traction Control 2. Gehen wir mal auf ein bisschen mehr Traction. Ah, gut. Also, erstmal so ein bisschen gewöhnen. Und das ist ja das, was jeder auch wissen will, ne? Wie funktioniert so ein Reifen, wenn es eben nass ist? Muss ich da Sorge haben, dass ich überhaupt nach Hause komme? Und ich würde sagen, ich reiß mal an hier. Unglaublich, ne? Was geht mit solchen Straßenreifen, Hypersport? Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Du merkst schon immer bei so einer Gummivariante, bei so einem Reifen, dass es immer ein Stück weit ein Kompromiss ist, ja. In letzter Konsequenz, wenn du es jetzt mit einem richtigen Rennreifen vergleichst, dass das doch nochmal anders performt, ja, wenn du einen Race-Reifen fährst. Aber das ist so die Praxis, ja, und da kannst du auch sicher sein, okay, das funktioniert. Chris, wirst nicht überrascht, wenn du in den Regen kommst. Aus voller Überzeugung und großer Überraschung würde ich sagen, das Vertrauen ist sehr, sehr groß. Und das ist das, was ich mir erhofft hatte, auch bei Nassbedingungen. Also hier ein Reifen, der durchaus sich in allen Disziplinen gut schlägt. Sicher ist in letzter Konsequenz, wenn du jetzt mehr Rennstrecken orientiert fährst, ein anderer Reifen von Bridgestone besser, wo dann aber auch Race draufsteht. Als Hypersportreifen würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Wahl für die Midsize-Motorräder sowieso, weil die haben hier gar keinen Stress mit dem Reifen. Und auch der große Hubraum, der hat jetzt keine Mucken gemacht, gar nichts. Und das gibt dir irgendwo das Vertrauen. Ich bin ja noch so ein bisschen Oldschool-Fahrer. Also ich fahre sehr rund und hacke da eh nicht so rein in die TC. Aber auch hier keine Anzeichen, dass irgendwo, dass du einen Wheelspin hast, dass du irgendwo ein durchdrehendes Hinterrad hast oder einen Gripverlust. Auch beim Einlenken, gerade auch mit einem großen, schweren Motorrad, mit viel Druck auf dem Vorderrad, fühlt sich das gut an, neutral an. Der Kraftaufwand ist eigentlich gar nicht so groß. Ich bin klar jetzt mehr am Schwitzen mit so viel Power, aber das liegt einfach an der Power. Das ist einfach so, das macht dich einfach so mürbe. Und bedenke, wir fahren jetzt hier keine Heizdecken oder so. Also auch diese Anlaufphase, ja, dass du irgendwie den Reifen ein bisschen temperierst, ist so gering, das ist wirklich sorglos und daher auch eben vom Vertrauen groß. Trocknet ab. Ich würde sehr, sehr gerne, einfach nochmal, um mir diesen besseren Eindruck zu machen, mit irgendeiner Tausender unter trockenen Bedingungen nochmal fahren und dann auch ein bisschen mehr anreißen. Die sind immer ganz leicht, aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Es war jetzt auch von Runde zu Runde immer besser.
letzte schwitzig tatsächlich. War jetzt geil, weil ein paar Runden wirklich alles trocken war und jetzt konnte man einfach mal richtig ziehen. Das ist ein Biest. Aber jetzt merkst du so, dass er so ein bisschen gatschig wird. Aber wie gesagt, es ist ein Straßenreifen, ja. Also dem ist verziehen und dieses Niveau verändert sich dann auch nicht. Also es bleibt dann immer gleich. Schön ist es jetzt, dass man so die Traktionskontrolle gesehen hat, dass sie wirklich gearbeitet hat auf der Kante. Also wirklich so in letzter Konsequenz, aber mächtig, richtig, richtig geil. Also das hat jetzt sehr, sehr viel Freude gemacht. Sehr viel. Tilo, ja? Eben mal ein bisschen die Kawasaki-Flagge hochgehalten. Jetzt nochmal. Bei trockeneren Bedingungen. Wir hatten in der gleichen Kurve das Gefühl, dass es rutschig war und es war wirklich an der Kurve gelegen. Ne? Richtig, also jetzt ohne Regen das gleiche nochmal ausprobiert, tadellos, alles spurstabil, keine Wackelei, kein Thema. Wir gucken uns jetzt nochmal die Reifen an, die gesammelt wurden, die gewechselt wurden und die müssten da hinten gestapelt sein, glaube ich. Also ich hatte euch ja davon erzählt, wie gesagt, dass man da gar nicht so viel gewechselt hat. Hier ist neu. Ah, da hinten, okay. Da gucken wir uns einfach mal das Profil an. So, das ist die Ausbeute eben von diesen ganzen Motorrädern, aber auch bei hohen Temperaturen. Und das ist nicht verkehrt hier. Das sieht alles gut aus, wirklich gut. Also, muss ich echt sagen, irre für ein Straßenprofil ist das echt der Wahnsinn. Und im Vergleich, ja, guck mal, das sind Hinterräder und ganz wenige Vorderräder. Also die hat man wahrscheinlich nur prophylaktisch gewechselt, weil ich könnte hier nichts ausmachen, dass das irgendwie durch wäre. Und eben bei diesen hohen Temperaturen, die wir heute allerdings nicht haben. Wir könnten allerdings auch noch bleiben. Also es sind noch genug neue Reifen da. Das, wenn in meiner Garage liegen würde, Junge, ich würde mir einen Arsch weg freuen. Mega. Spaßfaktor 110. Absolut irre Piste. Ich bin ein bisschen geschockt, wie schön das hier ist. Ja. Voll geil. Richtig. Wie viele Seiten in der Moor? Ah, ja, also viele auf jeden Fall. Ja, werden wir schon was erzählen. Muss mal gucken. Ja, vier auf jeden Fall. Vier Seiten. Klar. Ich bin allein im letzten Turn drei Mopeds gefahren. Ach krass. Zwei Runden, drei Runden. Ah, okay. Tipptopp. War gut. War witzig. Zwei Zylinder, drei Zylinder, vier Zylinder. Alles in einem Turn abgefrühstückt. Gut. Ja, richtig. Jeder ein Motorrad immer links rum, ne? Richtig. Ich habe nicht gewendet zwischendurch. Ne, war richtig. Macht richtig Laune hier. Also von mir aus kann es einfach so weitergehen. Sehr gut. Farm. Also Reifen sind noch genug da, wir können noch einen Tag verlängern. Ja, der Jeremy, der sagt ja, man kriegt die Reifen gar nicht runter, aber ich würde ihm das schon das Gegenteil beweisen. Wir können die auch mit nach Hause nehmen. Ja, nee, wir kriegen die hier auch runter. Wir müssen nur ein bisschen verlängern. Ja, genau. Dann helfen wir ihm. Ja, genau. Unfassbar. Ja, ne? Unfassbar. Wie viel Druck die erzeugt durch diese Flügel. Unfassbar. Also das ist wirklich so. Und dann, wie präzise dieser Reifen geht. Spektakulär. Hast du deine GoPro auch mal auf den Tacho gerichtet? Nee, leider nein. Die Traktionskontrolle, ja? Wie sie arbeitet. Ja, manchmal blinkt sie ein bisschen, ja. Referenzmotorrad war dieses hier, die S1000 Doppel-R. Da wurden alle Tests mitgefahren, da wurde eine finale Abstimmung gemacht. So, die Techniker von Bridgestone. Reifengrößen von 160-60 17 bis hin zum 250 17 ist alles da und die Reifen sind ab Januar verfügbar. Also so die Info, die ich kriegen konnte. Wer dann sich entscheidet, mal ein S23 auszuprobieren, obwohl es ja den S22 auch immer noch gibt. Sind noch hier die
Fotofahrten im Gange und jetzt ist auch ein bisschen Zeit, nochmal über den Aufbau vom Reifen zu sprechen. Ich versuche es so rüberzubringen, ohne jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen um mich rumzuwerfen. Also man hat eben durch diese verschiedenen Mischungen einen Reifen hergestellt, der auf der Flanke was weicher ist, der Mittelteil ist was härter und von daher ist das natürlich ein gutes Match, gerade wenn du die Kombination gerne fährst, schon mal Rennstrecke oder sportlich unterwegs bist, aber dich etwas zu flott fühlst für einen Sport-Touring-Reifen, dann ist das eine gute Wahl. Hypersport bedeutet ja so das Segment dazwischen. Also es ist kein reiner Race-Reifen. Ich denke, so in letzter Konsequenz lässt er schon so ein bisschen nach, aber nicht so, dass du sagst, ich kann damit nicht mehr fahren. Das ist nie stressig, in keiner Situation. Es gibt dir trotz allem immer ein gutes Gefühl, wo man echt sagen kann, okay, das fühlt sich immer noch gut an, vertretbar gut, wo man gar nicht groß nachdenkt. Und das ist eigentlich immer das gute Zeichen beim Reifen. Es gibt Reifen, die da teilweise ja noch ein Profil aufweisen, aber der kippt dann irgendwann. Dann wird der Grip was schlechter. Aber das ist sehr, sehr stabil. Das macht echt Spaß. Man hat es geschafft, nochmal ein bisschen was draufzulegen auf den Vorgänger, den 22er, der ja schon sehr gut war. Deswegen ist es ja gar nicht so leicht, hier nochmal ein bisschen Verbesserung zu schaffen. Man hat es trotzdem hinbekommen, auch wenn es eher eine Evolution ist und jetzt keine Revolution. Mir hat es eigentlich gut gefallen in einigen Details. Das wird ein bisschen ausschweifen. Das wären nicht nur zwei, drei Sätze, sondern etwas weitergehend. Aber war ein guter Eindruck. Die Rennstrecke hier war sehr gut und somit alles gut gegangen. Hast du Spaß gehabt? War super. Riesengeile Rennstrecke, ganz tolle Rennstrecke, tolle Bedingungen. Was gut war, war, das tat sich ein bisschen getroffen da zwischendurch, wo du den Reifen noch mal ein bisschen bei feuchtiger das testen können, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Genau, da können wir immer nichts sagen. Ja. Also Angst haben, dass da was ja zu Bruch geht. Aber das war insofern klasse, da konntest du gucken, dass das Ding beim Regen oder bei Feuchtigkeit oder so tatsächlich ja, genau funktioniert hat. Evolution oder Revolution? Evolution, weil Evolution. Der Vorgänger schon gut war, oder? Ist, gibt's ja noch. Ist, den gibt's ja noch. Gibt's noch. Wolfgang, danke, dass wir dabei sein dürfen. Deine Frühjahr, wie immer kurz gesagt, Regen wäre natürlich toll, weil der Reifen soll das ja auch können. Dass es dann genauso kommt, ist natürlich Glück. Genau, aber und du hast noch auf Haltbarkeit gesetzt, kann er auch. Genau, ja, also wir haben ja wirklich mit den Superbikes voll Stoff gegeben, den ganzen Tag. Und jetzt am Ende des Tages, nach zwei Ringtagen, muss man wirklich sagen, einige sind nicht mehr wie neu, ganz klar. Aber es ist noch immer Grip da, das ist brutal. Ja. Und das für einen Straßenreifen, der auf der Rennstrecke ist, das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Ja. Du hast ja auf Performance gesetzt, ne? Oder? So genau. Verschleiß, egal, Hauptsache ja, Performance. Es soll Grip haben, es soll richtig tief in Schräglage gehen und das macht der Reifen echt klasse. Also man kann es hier wirklich richtig gut laufen lassen. Für das, dass es ja eigentlich ein Straßenreifen ist, muss man sich da echt nicht auch zurückhalten. Das ist ja super, was der maximalen Grip und Schräglage da fahren kann. Das ist echt klasse. War echt schön stabil dann, die breiten Bögen, wenn da ins Gas geht. Schöne Rückmeldung von hinten, echt super. Hast du irgendeine Schwäche festgestellt heute irgendwie? Oder? Ich muss sagen, wenn man dann wirklich volle Pulle ans Limit geht, in voller Schräglage aufziehen, ist natürlich noch ein Rennreifen nochmal was anderes. Da kommt er dann schon an die Grenzen. Das merkt man mit mehr Stabilität dann auf der Kante einfach nochmal beim Rennreifen. Ne? Ja, klar. Ja. Da merkst du, da reißt irgendwann der Grip ab. Aber wie gesagt, das ist eben ein Straßen-Hypersport-Reifen, kein Rennreifen. Und für das ist einfach schon der Wahnsinn, was hier geht auf der Rennstrecke. Also an der Landstraße kann man dann ganz, ganz schwer ans Limit kommen. Ja. Ich würde sagen, ein sehr unkomplizierter Reifen, ein Reifen, der überall funktioniert hat, wie ich finde, auch wie die anderen Kollegen das empfinden. Das ist natürlich auch mal super interessant, mehrere Meinungen zu hören. Ihr habt es ja ganz am Anfang mitgekriegt, jeder legt andere Schwerpunkte. Ich schließe mich da an, das, was ich rausfinden wollte, habe ich rausgefunden. Die Sicherheit hat er mir gegeben und es ist wirklich verwunderlich, wie es
immer wieder die Reifenhersteller schaffen, nochmal eins draufzulegen und hier überall an den kleinen Stellschrauben zu drehen, dass nachher so ein gutes Produkt rauskommt. Ab Januar im Handel, natürlich neben dem S22, den es weiterhin gibt. Ich würde sagen, eine Top-Wahl für die, die sportlich ambitioniert sind, aber dann doch jetzt keine reinen Racer sind. Ein Reifen, der alles abdeckt. Ich fand es auch gut, dass es mal getröpfelt hat. Ich würde auch sagen, in diesem Sinne bin ich jetzt mal raus. Und ihr schaut euch gerne noch in der Playlist um. Lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich mega freuen. Unterstützt damit den Kanal. Wir brauchen eure Unterstützung. Ich sage danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 3-4 Tagen wieder. Und Tschüssikowski, bis dann, Imanski.